So, weiter geht's bei einer weiteren Folge von Let's Play Forza Horizon 3. Wir fahren jetzt zu einem Festival in unserem leicht optisch angepassten Das schaut auch schon ganz gut aus. Das ist doch schon mal. Zum nächsten Festivalstandort wird festgelegt. Gut, wo ist denn das? Das ist dann da oben. Okay. In 400 Metern rechts halten. Ja, schon über den Weg. Rechts halten. In 100 Metern rechts abbiegen. Hallo Max, führen Sie Fähigkeitsketten aus, um Fähigkeitspunkte zu erhalten, die Sie hier im Fähigkeitsshop einsetzen können. Im Fähigkeitsshop wird eine ganze Reihe an Upgrades und Vorteilen angeboten, die Sie mit Fähigkeitspunkten aktivieren können. Dies ist der Festival Boss Tab. Mit diesen Vorteilen können Sie Upgrades freischalten und Gefallen einfordern, um Ihr Festival zu verbessern. Okay. Das ist der Fähigkeiten Tab. Mit diesen Vorteilen können Sie leichter riesige Fähigkeitsketten einstreichen. Dies ist der Sofortbelohnungen Tab. Mit diesen Vorteilen erhalten Sie sofort Credits, EP oder Lose. Okay, dann machen wir auf einmal den Drohnenmodus. So, sind wir hier. Lock Driver-Tarte im Festival. Sie bringen jedem, der sich schlägt, eine riesige Credit-Belohnung. Oh, nicht schlecht. Machen wir da mal. Sie haben jetzt Premium-Driver-Tare freigeschaltet. Wenn Sie auf der Freifahrt einen Premium-Driver-Tar entdecken, können Sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen starten, um eine große Credit-Belohnung zu gewinnen. Okay. Hupen. Okay, der IPR. Was haben wir hier noch? Was nehmen wir denn? Nehmen wir noch Hupen? Wir Hupen noch dazu. Mit diesem Vorteil wurden neue Hupen freigeschaltet. Besuchen Sie Warren in der Werkstatt, um sie einzubauen. Ah ja. Machen wir das hier nochmal. So. Okay. Gut. Nein! Oh, ich hab ihn fast gehört. Oh Mann, nur 15.000. Der hat trotzdem schick und nicht der Lucky gewonnen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ich bin hier auf dem Pass.
500 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Ich habe Neuigkeiten zu unserer Festival-Location in Byron Bay. Die Bonustafel hat hier einen Schnellreiserabatt. Das lohnt sich. Noch Ausblick aufs Meer. Mann, dieser Ort ist so atemberaubend. Es ist geradezu lächerlich. Und lasst mich euch eines sagen, es ist noch viel schöner, wenn ihr mit 160 Stundenkilometer daran vorbeirast. Also tut euch selbst einen Gefallen und schaut vorbei. Unterwegs begleitet euch dieser Song. In 100 Metern rechts abbiegen. Wie sein es auch, ne? In 100 Metern links abbiegen. Boah. Ich will da jetzt hin. Zwei mehr, ey. Ich will jetzt einfach hin. In 400 Metern links halten. Schaut euch das an. In 100 Metern rechts abbiegen. Surfers Paradise. Hier können die Besucher direkt vom Strand zur Bühne und weiter zur Startlinie laufen. Ein echtes Meisterwerk in aller Bescheidenheit. Du Schleimer, ey. So, wieder ein schöner Ladebildschirm. Schwarz mit Kringeln. Okay. Ich habe mich auf dem Festival umgesehen, neue Freunde gefunden. Eigentlich nur neue Autos, du weißt schon. Wo wir gerade dabei sind, du wolltest eins abholen, oder? Wollte ich das? Wenn es so ist, dann schon mal wann durch. Also wir haben einen 1970er Chevrolet Camaro Z28, einen 1969er Dodge Charger RT, dann einen 1968er Dodge Dart Hemi Superstock, geile Karre. Dann eine 1971er Ford Falcon XY GTHO Phase 3 und ein Holden Turana A9X. Und ich nehme den Dodge Dart. Huch.
Und den nehme ich jetzt auch. Oh. Gucken. Gibt doch mal doch gar keine für. Das ist doch schade. Wenn ich den jetzt umlackiere, dann ist das vordere weg. Aber wobei der so ein Stahlgebürste schon ganz gern ausschaut. Ich nehme es einfach mal so. Ja. Also die Felgen werde ich auf jeden Fall so lassen, das ist schon mal sicher. Aber ich werde mal gucken, was ich da optisch an dem Kollegen hier machen kann. Okay, wählen. Aber vielleicht finden wir schon mal. Vielleicht finden wir sogar ein paar schicke. Schnieke Pferde hier, ne? Ja genau, das mache ich auf jeden Fall drauf. Okay, ich glaube, ich überlege mir das sogar nochmal. Die ist auf jeden Fall nicht. Nee. Wobei, die ATS sieht ganz geil aus. Mhm, Krager auf jeden Fall. Das kommt noch HE. Nicht abschützen. Ich glaube, ich nehme die hier, die ATS, und mache die schwarz und eine Stufe größer auf jeden Fall. 14 Zöller da drauf. Ja, 16 können wir auf. Und natürlich auch. Na, 15, aber mit 17 da drauf. Zum Verhältnis erpasst. So, zurück. Einstellung installieren. Bis 7000 Credits kaufen. Ist auch kurz wieder im Ohr gekratzt. Wahrscheinlich haben sie es gehört, aber egal. Okay, schaut ziemlich geil aus, die Karre. Dazu sage ich mal nichts. Können vielleicht eine andere Motorhaube ist und das wäre ganz cool. Oh, könnte sogar noch von Stoßstange machen. Das kann ich hier machen. Nee. Das machen wir nicht. Wir können Motorhaube machen. Geil. Was ist denn da? Straßenmotorhaube? Gib her. Ist das geil. Heilige Scheiße, das sieht ja geil aus. Bin ich gerade ein bisschen verliebt, ne? Also, mal zurück. Und dann Autohupen. Ich habe eine Lieferung Spezialhupen erhalten. Du willst bestimmt eine davon. Na los, na los! Geil. Okay.
Ja, cool. Na guck mal, wir nehmen jetzt mal Musikgruppe La Cucaracha. Okay, dann bevor hier bekommst du alte Autos, seltene Autos, maßgefertigte Autos und Lackierungen. Hier gibt's einige reiche Käufer und Verkäufer. Sieh dich um, vielleicht gefällt dir was. Nee. Nein. So. Die ganzen Lackierungen. Ich möchte nämlich mal was ausprobieren. Wie ein schwarzer Obach. Kann man machen, oder? Kann man machen. Merken, ist halt das Rock. Aber ich denke, die Karre schaut so echt ganz geil aus. Mit den roten Felgen, der matt schwarzen Motorhaube, dem Tri-Anzug-Trichter. Ich gebe zu, ich baue so Dinger eigentlich nie auf meine Karren drauf. Oh ja, das kann man machen. Ich habe unsere Location Scouts nach Stunts und Rennen beim neuen Festivalgelände suchen lassen. Das ist nicht bloß ein Surferparadies. Viel Spaß! Wir könnten einen neuen Radiosender für das Horizon Festival verpflichten. Auf welche Musik hättest du denn Lust? Gut, können wir schon, dann mal hier. Epitaph. Oder überlege ich gleich lange. Epitaph Records Radio. Punk, Metal und Hardcore. Da ist für jeden was dabei. Ich lasse sie gleich unterschreiben. Komm mal erzählen. Immer mal Future Classic Radio. Auserlesene Dance-Musik von unseren australischen Gastgebern. Ich unterschreibe den Vertrag. Mach das mal. Horizon Online. Das hier ist Horizon Online. Bei Horizon Online reicht es nicht, Erster zu werden. Fahr sauber, fahr stylisch, fahr eindrucksvoll. Und du gewinnst genauso viele EP wie der Typ, der am Ende vorne liegt. Es gibt drei verschiedene Spielarten. Beim Online-Abenteuer schicken wir dich zu tollen Veranstaltungen im ganzen Land. Du kannst mit deinen Freunden sofort loslegen und musst dabei lediglich fahren. Bei der Online-Freifahrt kannst du dein eigenes Abenteuer wählen. Wir lassen dich mit deinen Freunden die weite Landschaft frei erkunden. Holt ein paar Wagen aus der Garage, tretet bei Veranstaltungen an, hakt die Löffelliste ab oder fahrt dem Sonnenuntergang entgegen. Erstmals kann auch die Horizon-Kampagne im Koop gespielt werden. Sorge mit deinen Freunden dafür, dass Horizon Australia das beste Horizon aller Zeiten wird. Sämtliche Errungenschaften im Koop zählen auch für deine Solo-Kampagne, also sei bloß nicht schüchtern. Das ist echt so. Jeder, den ich kenne, hat keine Xbox. Oder spiel nicht. Naja, zurück. Hallo Max. Vergiss nicht, dass du hier eine große Nummer bist und andere gerne mit dir Rennen fahren möchten. Wenn ein anderer Fahrer hupend neben dir herfährt, hup zurück. So startest du eine Kolonne. Wow.
Schultern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Okay, das wird es schwieriger. Aber wir Hallo Max, freut mich, dass du mit deinen Freunden die Rennen wirklich genießt. Aber das hier ist dein Festival. Wir machen, was du sagst. Reden wir über die Horizon-Blaupausen. Aha, die Blaupausen. Interessant. Aber die schauen wir uns erst in der nächsten Folge an von Forza Horizon 3. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer NSG.